wunderschönen guten Tag zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen unserem Halleschen Fußballclub und dem FC Rot-Weiß Erfurt. 8.336 Zuschauer sahen ein 1:2, Halbzeit 1:0 durch Tore von Sascha Pfeffer in der zweiten Minute. Dann der Ausgleich durch Sebastian Tyrala, 57. und das Siegtor für unsere Gäste durch Kevin Möwald in der 76. Minute. Ich begrüße hier auf dem Podium den Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt, herzlich willkommen Walter Kogler, und rechts von mir unseren Cheftrainer Sven Köhler. Es ist eine gute Tradition, dass dem Gast das erste Wort gehört. Walter, deine Einschätzung bitte zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt geht's. Vielen Dank. Ich denke, grundsätzlich war das ein sehr, sehr interessantes Spiel mit zwei völlig, für mich, völlig konträren Halbzeiten. Erste Hälfte, Halle eigentlich in allen Belangen besser. Wir hatten da wenig entgegenzusetzen. Halle war viel aggressiver, wir konnten die Räume nie schließen, waren im Ballbesitz dann auch nicht in der Lage, nach vorne hin Kombinationen zu starten. Also wirklich sehr, sehr starker Gegner, der für mich der Beste war, gegen den wir heuer bislang gespielt haben. Konnten froh sein, nur mit 0:1 in die Pause gehen zu dürfen. Und haben aber dann in der zweiten Hälfte vieles besser gemacht. In der Pause haben wir gesagt, also das einmal der Schlüssel, dass wir zumindest in der zweiten Hälfte besser spielen, der ist, dass wir mal in die Zweikämpfe kommen müssen. Und wenn wir dann einmal drinnen sind, sollten wir auch den einen oder anderen gewinnen. Ja, erste Hälfte war da ganz wenig, bis auf die Innenverteidiger, die haben das noch einigermaßen schließen können. Und das war so der Schlüssel, zweite Hälfte. Zum einen, dass wir dann die Zweikämpfe viel besser angenommen haben. Und wir haben dann auch aufgrund dessen, dass wir erste Hälfte im Mittelfeld keinen Zugriff hatten, etwas umgestellt. Wir haben Kevin Möwald hinter die Spitzen eingesetzt und Menz von der Innenverteidigung ins Mittelfeld vorgerückt. Und damit sind wir sicherer geworden. Sicherer auch im Spiel nach vorne, als auch in der Arbeit gegen den Ball. Und das, ich glaube, das war so der Schlüssel heute. Besseres Zweikampfverhalten plus, dass wir die Räume besser eingemacht haben, zweite Hälfte. Und letztendlich dann, ja, war es dann vielleicht gar nicht so unverdient, dass wir dann das Spiel auch noch gewonnen haben. Wobei natürlich, wir hätten die erste Hälfte können zurücklegen, sodass wir zweite Hälfte auch nichts mehr ausrichten hätten können. Sven Köhler, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, ich denke, der Walter hat es, sagen wir mal, richtig beschrieben. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wir waren die erste Halbzeit, ich sage, uns ist es gelungen, diesen Heimkomplex in der ersten Halbzeit abzuschütteln, haben dort druckvollen Fußball gespielt, natürlich mit dieser schnellen Führung, hatten die eine oder andere Gelegenheit, auch vielleicht sogar auf 2:0 zu erhöhen. Die hatten wir auch nochmal in der zweiten Halbzeit durch diese Riesenchance von Timo Vorholm, glaube ich, wo er halb links aufs Tor drauf zuläuft. Das haben wir nicht geschafft und dann hat man einfach gemerkt, dass die Erfurter natürlich nach der Halbzeitpause aktiver, aggressiver waren und wir aber dann im Laufe dieser zweiten Halbzeit einfach auch ängstlicher geworden sind, gehemmter gespielt haben, Gefühl dieser guten ersten Halbzeit nicht mit in die zweite Halbzeit genommen haben und dann natürlich auch vor allen Dingen nach dem Ausgleichstreffer das alles noch ein klein wenig verstärkt wurde, sodass es sicher schade ist, dass es uns nicht gelungen ist, dieser ersten Halbzeit auch so eine zweite folgen zu lassen. Und durch die rote Karte waren wir natürlich dann noch ein klein wenig eingeschränkt, vielleicht noch in den letzten Minuten auch, sagen wir mal, noch mal ein bisschen energischer, um den Ausgleich kämpfen zu können. Danke. So, jetzt bitte ich um Ihre Fragen und damit die unsere Gäste im Köstritzer Business Club das auch mitbekommen alles, bitte Handzeichen und dann kommt die Kollegin und reicht die Frage. Herr Köhler, haben Sie schon eine Erklärung für diesen Einbruch in der zweiten Halbzeit? Also das war ja das komplette Gegenteil. Und ich hatte den Eindruck, dass nach dem Ausgleich, dass dann überhaupt nichts mehr ging bei Ihrer Mannschaft. Können Sie sich das irgendwie erklären? Nein, so richtig nicht. Natürlich ist es, wie gesagt, wir haben es in der ersten Halbzeit abschütteln können. In der zweiten Halbzeit war es einfach vom Gefühl her so,
ne, auch von draußen, dass man dem einen oder anderen Spieler schon angemerkt hat, dass die Angst, dass es wieder nicht klappen könnte, größer war als vielleicht das Selbstvertrauen, was wir uns in der ersten Halbzeit geholt haben mit dem guten Spiel. Frage an Herrn Köhler, haben Sie schon mal mit Timo Furuholm sprechen können? Warum die rote Karte? Nein. Okay. Noch eine Frage an Herrn Kogler. Können Sie sich vorstellen, gegen Chemnitz so zu starten, wie Sie jetzt heute in die zweite Halbzeit gestartet sind? Wäre das eine Alternative, wenn die Verletzungsmisere mal ein bisschen abreißt und auch wirklich alle Spieler zur Verfügung stehen? Ja, mit dem Elan wäre schön. Ja, das wäre gut, wenn wir jedes Mal so in ein Spiel starten könnten. Aber ich denke, Sie gehen von der Aufstellung aus, ist auch möglich. Ja, wir werden jetzt die Woche abwarten, wie sich alles entwickelt. Letzte Woche hat das 4-4-2-System funktioniert. Auch die letzten drei Spiele haben wir 7 Punkte geholt davor. Und haben immer mit 4-4-2 gespielt. Heute war es ein Spiel, wo wir uns sehr, sehr schwer getan haben. Vielleicht etwas dem System geschuldet, aber ich denke doch zu einem Großteil darin, dass wir einfach nicht richtig in das Spiel reingefunden haben. Zu weit die Laufwege, wir waren immer zweiter Sieger und glauben nicht, dass das nur am System gelegen ist. Und wir hoffen, Sie sich Ihre Spieler mal so weit zu kriegen, dass die auch wirklich von Minute 1 an genau diesen Elan, den Sie auch fordern, zeigen wir heute ab der 46. Minute. Weil es fällt ja auch über die Saison hinweg ja auch wirklich auf, dass sehr häufig die erste Halbzeit oder vor allem die Anfangsphase eines Spiels verschlafen wird. Ja, verschlafen. Im letzten Heimspiel haben wir nach 2 Minuten die Führung erzielt. Heute haben wir es bekommen. Also das ist auch immer mal möglich. Grundsätzlich glaube ich, dass es ganz schwer ist, jetzt nicht nur in unserer Liga, sondern generell, 90 Minuten mit dem Elan, mit dem Druck zu spielen, wie es vielleicht erste Hälfte Halle gemacht hat oder wir zweite Hälfte. Also es gibt fast in jedem Spiel so Phasen, wo man auch einmal muss Spiel nur kontrollieren, wo man vielleicht mehr auf Ballbesitz spielt, wo man auch einmal dem Gegner dann ein bisschen so einlädt, auch zu kommen, ohne jetzt Schwächen zu zeigen in der Defensive. Also ich denke, dass es jeder Mannschaft schwer fällt, auf 90 Minuten so nach vorne, so mit Power und Druck zu spielen. Also ich glaube, das wird auch für uns so ein bisschen ein Wunschdenken bleiben. Aber da muss es eben Phasen geben, wo auch wenn vielleicht der Ballbesitz im prozentuell gleich ist, dass man da nicht sofort dann in die Defensive gedrängt wird, so wie heute, und zittern muss, dass man ein Tor um das andere bekommt. Also das ist, glaube ich, wichtig, so ein bisschen eine Ausgewogenheit. Kogler, wie viel Ballast fällt von Ihnen, dass dieser Auswärtsfluch letztendlich besiegt ist? Ballast möchte ich nicht sagen, aber es ist natürlich irgendwo lästig, wenn man immer darauf angesprochen wird. Ich denke, das habe ich jetzt immer wieder gesagt, wir haben ja die anderen Auswärtsspiele sehr, sehr gut gespielt. Es war kein einziges Spiel, wo wir wirklich so unterlegen gewesen wären, dass für uns nichts drinnen gewesen wäre. Deshalb war es für uns auch eine Frage der Zeit, dass es auch auswärts einmal klappt, wo ich sagen muss, dass natürlich heute aufgrund der ersten Hälfte wir vielleicht den Auswärtssieg, dass der am glücklichsten war. Auch wenn die zweite Hälfte sehr, sehr stark war, aber aufgrund der ersten war das vielleicht genau von allen Spielen das Spiel, wo wir am meisten irgendwo auch Glück oder Spielsituationen gebraucht haben, die für uns sprechen. Frage an Sven Köhler. Andi Kopja, 5. gelbe Karte. Timo Furuholm definitiv rot. Wer wird in Kiel offensiv spielen? Es sind ja noch ein paar da. Also aktuell ist mir das, will ich nie über die Aufstellung von Kiel jetzt reden, dass das sicher wehtut, dass Offensivspieler jetzt dann durch gelbe oder rote Karten noch ausfallen, ist umso schwieriger. Aber wie gesagt, das ist immer auch die Chance für jemand anders. Das ist ganz einfach so im Leben. Blick in die Runde, sind keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie alle in
drei Wochen, am 25. Samstag, den 25. Oktober gegen den SV Wien Wiesbaden wieder hier im Erdgas-Sportpark begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.